Hallo und herzlich willkommen zurück zu Evoland und stillstehende Schmetterlinge. Danke, ihr fliegt wieder. So, wir sind hier im Stummtal in der Zukunft und reden mit jemandem. Sogar hier verkaufen wir Waffen. Warum können die Leute nicht aufhören zu kämpfen? Wird es jemals einen Ort ohne Krieg geben? Ein Ort ewig Friedens? Ach, hallo. Aber was ist das denn? Was ist das denn da? Ich glaub's nicht. Captain America und Zelda. Und das andere ist bestimmt auch noch irgendwas. Das ist, ich sag's nicht. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Wir verkaufen alle möglichen seltenen Gegenstände. Glückskette, Windschwert, Krimskrams, Sonna. Nee, Krimskrams, Onna. Findet alle Truhen. Oh, für 3000. Verdammt. Angriff minus 2. Ja, toll. Doppeltes Geld. Ich glaube, wir können uns, ja. Den Kriegskrams so nah. Krimskram so nah. Für 3000 kaufen? Ja. Mit diesem praktischen kleinen Gerät werdet ihr alle möglichen Truhen finden. Geil. So, die Glückskette, Kette, ja. Wenn ihr diesen Gegenstand tragt, habt ihr doppelt so viel Gold auf. Cool. Nein, ich hab doch schon eine. So, das Wikinger-Schwert kann ich mal wieder loswerden. Vielen Dank und beehrt uns bald wieder. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie man das Zeugs alles trägt. Ach! Dafür ist dieses Teil also da. Ha! Keine Ahnung, was da oben jetzt... Das, da sind Dinge, die da drauf gemalt sind. Okay. Also. Ist die jetzt equipped? Ist sie nicht equipped? Ja, wird schon jetzt total sinnige Sachen passiert sein gerade. Mal gucken, ob ich jetzt... Ich weiß, habe ich die Kette an? Bestimmt habe ich die Kette an, oder? Ich weiß nicht, ich habe die bestimmt an. So, was ist hier für ein Haus? Ach, guck mal. Moment, da überprüfen doch gleich mal... Oh mein Gott, da muss eine Kiste in der Nähe sein. Ich weiß nicht, wo die ist. Mal gucken. Jetzt ist keine Kiste mehr da. Ja, das ist doch total dämlich. Oh. Das heißt, hier unten ist nur eine Kiste, oder was? Ah, da. Ja. Wo ist denn die Kiste? Ich weiß gar nicht, wo die Kiste sein könnte. Problem ist nur, ich habe auch keine Ahnung, wie man hinkommt. Ne? Von oben wahrscheinlich irgendwie. Aber das, lösen wir bei einem Mal. Wir müssen wahrscheinlich hier nach oben. Habt ihr von Stefan gehört? Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er. Einfach so. Und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht? Ja, dich... Wer bist du? Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Ihr würdet schon ganz gerne. Das ist aber schön hier, eigentlich. Wir gucken uns natürlich jetzt erstmal geschmackvoll um. Ihr habt die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Die frische Luft und Ruhe auf den Bergen sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen, aber sonst würden alle herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Wieso sind diese Häuser hier? Warum macht ihr sowas?
Häuser ohne Grund sind immer Grund. So. Hallo? Braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet! Ihr seid... Stefan! Oh, und seine Begleitung. Jawohl, der einmalige Stefan. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Cid einzulösen? Was gibt es? Pfui, ein Dämon. Nichts, mein Herr. Rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also, wisst ihr, wie sich herausstellte, hat der große Erfinder Cid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf dem Gipfel des Alphas gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Naja, doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in Luft aufgelöst. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand ein solcher Diebstahl gelingen konnte, Dexaminator. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magi in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, in der auch niemand öffnen konnte. Für den betrübten Stefan sollte das aber ein Kinderspiel sein, denke ich mal, ne? Ruinen der Magi? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Stefan, gehen wir. Ja, okay, das war's. Keine Genehmigung jetzt hier. Es krieg ich nichts irgendwie nochmal in die Hand gedrückt oder so. Ich kann mich nicht oft genug entschuldigen. Wir wurden mit dem Verfahren unserer... Ich verstehe einfach nicht, wie sie verschwinden konnte. Könntet ihr uns verzeihen? Nein. Okay. Dann gehen wir mal auf der Seite wieder runter. Weil das ist bestimmt hier da oben. Ja, ich wusste es. Manfred, hör auf zu singen. So. Und was ist da drin? Mana. Mana, Mana. Bati, Bidi, Bi. Mana, Mana. Bati, Bidi. Mana, Mana. Bati, Bidi, Bi. Bidi, Bi. Bidi, Bi. Bidi, Bi. Bidi, Bi. Dip, 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 dip. Diese Truhe ist ein toller Fund. Der Beschriftung zufolge muss ihr Inhalt sehr kostbar sein. Könnte es das Fragment sein, das wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Okay, wir sind also oben auf dem... hier auf dem Berg. Auf dem Berg, wo wir sonst nicht kamen. Wenn wir in einer anderen Zeit sind, direkt neben einem Mangelissen. Okay, das ist natürlich sehr clever. Was ich aber jetzt mache, und das ist der Grund, warum ich gerade hier runterlaufe, bevor ich da reingucke, beziehungsweise die Zeit ändere, wollte ich doch mal ganz kurz in die Höhle gucken. Hä? Haben wir das schon gemacht? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das jetzt... Ich weiß nicht, ob das gerade sinnlos ist, was ich hier tue. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal hatten. Das ist... Ja... Warum kann ich die nicht umbringen? Hatten wir das schon? Ist das jetzt gerade... Hase? Ich möchte nichts doppelt machen. Und die Kommentare so... Ui, Stefan, das hatten wir schon. Was machst du da? Voll scheiße. Ich gucke deine Videos nie wieder. Aber vielleicht... ist das unser Weg? Ah, okay, ich kann sie nicht. Ich wollte auf sie drauf springen, aber es klappt nicht. Aber vielleicht ist das unser Weg nach oben. Also natürlich ist es.
Aber voll fies, ey. Natürlich ist das der Weg nach oben, aber vielleicht können wir so überprüfen, ob das Ding wirklich weg ist. Naja, die Truhe hatten wir schon, ich erinnere mich. So, wir sind endlich oben angekommen und es erwartet uns jetzt hier was? Wahrscheinlich tatsächlich gar nichts. Ich war nicht hier sogar... Oh mein Gott, wir können... Oh, das ist ja unglaublich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Truhe zu öffnen. Und haben eine... Sammelkarte gefunden. Nein, spring nicht! Der Weg führt hier oben drüber nach unten, Stefan. Wollen wir ins Sturmtal zurückkehren? Ja. Wow. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für eine Sammelkarte. Weil wir nämlich so viel mit den Sammelkarten spielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!